10% Dividendenrendite. Was steckt dahinter? Sind das Gefahren? Sollte man hier 10% Dividendenrendite, worauf sollte man hier achten? Stehen hier eventuelle Dividendenkürzungen an? Wie kann man sich dort schlau machen? Mit dir möchte ich das heute anhand von zwei Beispielen besprechen. Gerne bis zum Schluss dabei bleiben, weil es wird auf jeden Fall richtig spannend, hoffe ich zumindest, weil ich versuche dir in diesem Video viel Wissen mitzugeben, damit du einfach in Zukunft darauf etwas besser achtest. Wir haben jetzt zum Beispiel als erstes mal die British American Tobacco mit dabei. Die ist in dem letzten Jahr, also in 365 Tagen, um insgesamt 16% gestiegen und year to date 26%. Hier in diesem Zeitraum, wenn man investiert hat, konnte man über 10% Dividendenrendite sich quasi einkaufen, hat jetzt quasi nicht nur in diesem Zeitraum über 26% Kurs plus erwirtschaftet, sondern natürlich auch eine überproportionale hohe Dividendenausschüttung, und zwar circa 8% mittlerweile, weil dreimal hat die Aktie bereits Ex-Dividende gehandelt. Das heißt, deine Rendite liegt bei circa 35%. An dieser Stelle Chapeau, freut mich für jeden, der hier investiert ist. Aber die Frage ist doch, ist die Dividende sicher? Und da müssen wir einfach mal die Finanzkennzahlen aus der Vergangenheit etwas genauer anschauen. Und das kann man zum Beispiel ganz einfach bei finanzen.net machen. Scusi, dass da jetzt das Auto vorbeigefahren ist. Und da sieht man erstmal natürlich, pro Jahr wurde hier die Dividende attraktiv erhöht. Und hier sieht man dann auch mal wirklich den Gewinn je Aktie. Können wir einfach mal von 2018, weil das 2017er Jahr war ein Sonderjahr, einfach mal gegenüberstellen. Sieht man, okay, Dividende ist hier gesichert. Hier ist die Dividende auch gedeckt, 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 gedeckt. Aber man sieht, die Payout-Ratio ist schon verhältnismäßig hoch. Eigentlich, wenn man mal wirklich ehrlich ist, ist es auf jeden Fall über einen gesunden Rahmen, definitiv drüber hinaus. Und im Jahr 2023 haben wir jetzt auch ein Sonderjahr drinnen. Und zwar war hier der Gewinn bei minus 6,47 britische Pfund gelegen. Und somit könnte man jetzt direkt klar sagen, die Dividende ist hier nicht gedeckt. Warum? Möchte das jetzt aber erstmal in Anführungsstrichen stellen, weil jeder, der British American Tobacco Aktie so ein bisschen verfolgt, weiß, dass es letztes Jahr einige Berichtigungen gab. Und zwar war ja das Jahr 2017 hier ein besonderes Jahr. Hier gab es die Reynolds-Übernahme. Für die Reynolds-Übernahme musste man sich eben Schulden und Co. aufnehmen und hat hier sehr viel Geld investiert. Und da im Jahr 2023 hat man festgestellt gehabt, so, wir haben zu viel Buchwert gut geschrieben in unseren Büchern. Wir müssen hier einfach mal eine Abschreibung vornehmen. Diese Abschreibung hat aber eigentlich wirklich nichts mit dem Jahr 2023 zu tun. Aber man musste einfach sich eingestehen, was wir ja schon auch normalerweise, jeder, der wo in diesem Sektor so ein bisschen unterwegs ist, weiß, dass man da einfach viel zu viel Geld gezahlt hat, dass einfach da nicht diese Synergien entstanden sind, hat das Unternehmen gesagt so, yo, wir haben dafür einfach zu viel gezahlt, wir müssen jetzt hier einfach Abschreibungen vornehmen. Und es ist halt dann einfach so, dass dann dieses Jahr 2023 auf den ersten Blick wahnsinnig schlecht aussieht, wobei es tatsächlich gar nicht so schlecht war. Also das Unternehmen hat Gewinne erwirtschaftet, da war auch die Dividende gedeckt, und wir können hier auch direkt mal in die Schätzungen reinschauen, ob die Dividende auch dieses Jahr und die Jahre darüber hinaus gedeckt ist. Und zwar können wir hier einfach mal Gewinn je Aktie anschauen, und gegenüber steht natürlich die Dividende je Aktie. Da muss man sagen, wenn das erwirtschaftet wird, Gewinn je Aktie, dann ist auf jeden Fall die Dividende vernünftig gedeckt, sogar in einem gesunden Rahmen, und das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Dennoch, mit meinem Investment bei dieser Aktie, also bei British American Tobacco, habe ich ja doch ein paar Aktien im Depot drinnen, gehe ich aber dennoch persönlich einfach mal davon aus, dass in den nächsten Jahren, ich gehe jetzt mal 3 bis 5 Jahre davon aus, dass es hier eventuell eine Dividendenkürzung geben wird. Warum gehe ich davon aus? Weil das Geld einfach faktisch im Unternehmen besser gebraucht wird für Schuldenabbau und
Das wäre für mich sogar wichtig. Aber das Unternehmen, was man auch dann nicht vergessen darf, das kann man jetzt direkt mal live gemeinsam suchen, wie ich dabei vorgehe. Ich gehe auf Market Screener, dann gebe ich hier einfach British American Tobacco Aktie ein. Hat ja noch eine große Beteiligung. Und zwar findest du das Ganze unter dem Reiter Unternehmen. Scrollst ein bisschen runter und dann sieht man hier diese Beteiligungen. Und zwar ist es hier diese ITC-Beteiligung. Da müssen sie jetzt auf jeden Fall meiner Meinung nach und nach die Stücke einfach mal verkaufen und das Geld, was hier einfach herumliegt, für den Schuldenabbau verwenden. Und was auch noch wichtig ist, Leute, nicht vergessen, auch wenn man letztes Jahr quasi einen Buchwert abgeschrieben hat. Das Unternehmen hat immer noch sehr, sehr viel Buchwert drinnen stehen, was dazu führen kann, dass es auch hier weitere Abschreibungen geben kann. Rein theoretisch, wenn ich wirklich ehrlich bin, müsste ich hier zumindest mal 50% von meiner Position verkaufen, Gewinne mitnehmen, weil diese Gewinne kann mir am Ende des Tages keiner mehr wegnehmen. Die Frage ist aber, wie weit kommt die Aktie dann rein theoretisch zurück? Kann ich sie nochmal so günstig kaufen wie auf diesem Niveau? Und da muss ich mir jetzt einfach in Zukunft nochmal Gedanken machen und dann eine für mich passende Entscheidung treffen. Und dann kommen wir jetzt direkt zum zweiten Unternehmen. Das zweite Unternehmen ist Vodafone. Vodafone, naja, im Year-to-Date ist jetzt gar nicht so schlecht gegenüber den Mitbewerber. Die Mitbewerber sind irre gut gelaufen und machen uns nichts vor. Vodafone ist ordentlich unter die Räder gekommen. Was mir bei Vodafone persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es eine Dividendenkürzung gab. Woran liegt das? Wir sind jetzt auch wieder hier in der Vergangenheit drinnen. Und wenn man wirklich ehrlich ist, die Dividende war so gut wie nie gedeckt. Man hat es quasi aus der Substanz gezahlt und das ist etwas, was mir nicht gefällt. Jetzt ist man endlich zu dem Entschluss gekommen, dass man hier insgesamt die Dividende um 50% gekürzt hat. Man verkauft einiges an Unternehmensbeteiligungen und versucht sich dadurch jetzt neu aufzustellen. Das heißt, jetzt ist gerade ein radikaler Kahlschlag hier da bei Vodafone und das führt dazu, dass man unter anderem übrigens ein KBV von 0,38 aktuell hat. Und natürlich, das KBV war schon immer relativ niedrig, wenn man das hier so in der Vergangenheit anschaut. Mein Ziel ist es übrigens, weil ich bin ja auch in Vodafone investiert, dass das Unternehmen sich nach und nach deutlich besser aufstellt. Diese Möglichkeiten sehe ich gegeben. Auch, dass die Nettomarge wieder besser wird. Die Dividende soll zumindest gleich bleiben, gehe davon aus. Aber ich möchte auch, dass Vodafone hier vom KBV her Richtung 0,5 wieder läuft. Das wäre auf aktuellem Niveau ein Potenzial von ca. 30% und diese 30% möchte ich gerne spätestens in 3 Jahren sehen. Das heißt, im Durchschnitt wären es dann pro Jahr ca. 15% Rendite, 10% Rendite über den Kurs Performance und 5% über die Dividende. Und Dividendenkürzungen sind per se nichts Schlechtes, wie du hier auch sehen kannst, weil das Geld einfach faktisch im Unternehmen besser gebraucht wird. Ich finde beide Unternehmen richtig spannend, aber zum Beispiel auf diesem Niveau würde ich mir keine British American Tobacco Aktie ins Depot reinlegen. Die sind einfach, also für mich ist da kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis gegeben, beziehungsweise hast du jetzt ja schon im Video rausgehört, ich überlege hier sogar einen Teilverkauf zumindest mal zu tätigen. Sollte die Aktie weiter zurückkommen, würde ich dann dementsprechend meine Anteile versuchen, günstiger zurückzukaufen. Gelingt natürlich nicht immer, aber rein theoretisch wäre es tatsächlich schlau, wenn ich hier ins Handeln komme. Das gleiche bei Vodafone. Ich finde sie wahnsinnig spannend, durch dem, dass die natürlich ordentlich abgestürzt ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man hier diese Kurse wieder erzielen wird von 150 oder hier 130. Also die Aktie sehe ich zumindest mal bei 1 Euro bis 1,10 Euro, aber recht viel mehr Potenzial sehe ich bei Vodafone auf aktuellem Niveau nicht. Jetzt würde es mich interessieren, was hältst du von beiden Aktien? Schreib es mal jetzt gerne in die Kommentare.